Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen EM-Block. Ja, Video-EM-Block und hier Deutschland, Halbfinale. Unglaublich, wie konstant Deutschland spielt seit vielen, vielen Jahren, seit 2006 würde ich jetzt mal so sagen. Einfach immer mindestens im Halbfinale. Und da gibt es immer noch Menschen, die an Joachim Löw zweifeln. Darum soll es aber heute weniger gehen. Es geht mehr darum, wir haben Italien geschlagen und ich denke, das große Problem von Italien oder der große Fehler von Italien war, dass sie im oder vor dem Halbfinale auf uns geschlagen. Meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ja, dass sie vor dem Halbfinale gegen uns spielen mussten. Ich bekomme sie nicht wieder hin, die Stimme. Vielleicht ist auch nur ein Frosch im Hals, ich weiß es nicht. Test, Test. Ich glaube, es ist ein Tick besser. Also nochmal. Das Problem von Italien war wahrscheinlich, dass sie vor dem Halbfinale ausgetroffen sind, weil Joachim Löw immer mindestens ins Halbfinale kommt mit der deutschen Mannschaft. Dementsprechend mussten wir ja gewinnen. Und ich denke, die meisten werden überrascht sein, was die taktische Aufstellung angegangen, was die taktische Aufstellung angeht oder anging bei der deutschen Mannschaft, dass man umgestellt hat auf eine Dreierkette im Angriff und dann eben Fünferkette in der Verteidigung. Das hatte man auch schon im Testspiel gespielt gegen Italien, als man 4-1 gewonnen hat. Und der Grund, warum Joachim Löw das wohl gemacht hat, war, dass Spanien zum Beispiel nicht umgestellt hat gegen das italienische Spiel und es doch, ja, nicht das ganze Spiel über, aber zumindest auf jeden Fall Teile im Spiel gab, wo Italien dann eben Spanien ja, also nicht in die eigene Hälfte gedrückt hat, weil Spanien hat ja, glaube ich, trotzdem mehr Ballbesitz gehabt, aber sie haben zumindest Spanien im Spielaufbau so extrem gestört, dass sie verdient gewonnen hatten gegen Spanien. Und das wollte wohl der liebe Herr Löw verhindern im Spiel gegen Italien. Deswegen hat er sich dann halt angepasst und eine Aufstellung gespielt, die man schon in ein paar Testspielen gespielt hatte, die man, wie gesagt, auch schon gegen Italien im Testspiel gespielt hatte. Und wo er eben meinte, dass das die bessere Möglichkeit ist gegen Italien. Hat ja im Großen und Ganzen auch gut, ganz gut funktioniert. In der ersten Halbzeit, ja, war der Respekt, denke ich, bei beiden Mannschaften sehr, sehr hoch. Die Italiener sind nicht so sehr mit der Aufstellung oder Formation von den Deutschen klargekommen. Die Deutschen waren zwar in der Abwehr relativ stabil, bis dann irgendwann mal die Italiener herausgefunden haben, dass auf der rechten Verteidigerseite von Deutschland die Schwachstelle ist. Das war die Seite mit Kimmich, der nicht ganz so gut gespielt hat, aber denke ich auch aufgrund der Tatsache, dass die Italiener einfach eine bessere Mannschaft sind als zum Beispiel die Slowaken. Und vielleicht dann auch bei Kimmich der Respekt ziemlich groß war. Der ein oder andere, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das der Chef vom DFB, der Präsident? Ich glaube, der Chef, also der DFB-Präsident hat, glaube ich, gesagt, dass Kimmich ein überragendes Spiel gemacht hätte. Was halt geil war, und Kimmich war sein Elfmeter, der war wirklich richtig geil. Aber Kimmich hat auf jeden Fall kein überragendes Spiel gemacht. Er hat aufgrund seines Alters, aufgrund der Tatsache, dass es, glaube ich, erst sein viertes Länderspiel ist oder sowas, hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht, ein anständiges Spiel gemacht, keine Fehler drin, aber hat sich davon nicht beeindrucken lassen und trotzdem versucht, anständig weiterzuspielen. Aber er hat kein überragendes Spiel gemacht und es war halt auch nicht so gut wie das gegen die Slowakei. War das gegen die Slowakei, wo er so brilliert hat, oder war das Nordirland? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ist auch egal. Auf jeden Fall, erste Halbzeit eher abtasten, großer Respekt voreinander. Zweite Halbzeit, Anfang zweiter Halbzeit hat Italien kurz das Heft in die Hand genommen, hatte dann auch entsprechende Chancen, aber eher Halbchancen als krasse Chancen. Ich glaube, einmal hat halt Kimmich einen schlimmen Fehler gemacht und dadurch gab es dann eine gute Chance für Italien, die das zum Glück nicht genutzt haben. Dann hat Deutschland wieder besser ins Spiel gefunden, hat eigentlich auch wieder das Heft in die Hand genommen und hat dann halt auch offensiv mehr zeigen können. Und dann kam tollerweise das Tor von Özil, wunderschönes Tor von ihm, mit dem linken Fuß. Ich denke, er hatte auch wieder mal zwei, drei, vier Situationen generell im Spiel, wo er hätte abschließen sollen, was er nicht gemacht hat und abgespielt hat. Aber okay, er hat ein Tor geschossen, wunderschön. Und dann hätte eigentlich Mario Gomez direkt zum 2-0 das Ganze ausbauen müssen. Aber dann hat halt einfach mal Buffon so eine krasse Parade ausgepackt. Das war wohl der absolute Wahnsinn. Und hat auf jeden Fall an die Hochzeiten von Buffon erinnert. Also,
Es war toll, also es war einfach nur krank. Erstmal ein schöner Pass auf Gomez, der nicht im Abseits stand, der dann irgendwie mit dem Rücken zum Tor und mit der Brust den Ball angenommen hat und ja fast keine andere Möglichkeit hatte, als direkt dann mit der Hacke abzuschließen. Und er stand ja eigentlich schon halb im Tor drin, so übertrieben gesagt, schießt dann halt mit der Hacke, ich glaube auch noch hoch, den Ball eher nach oben und trotzdem schafft es Buffon irgendwie noch den Arm hochzubekommen und den Ball über die Latte zu lenken. Ah ja, und der war nur mit den Fingerspitzen dran, man hat richtig gesehen, wie es nach oben ging. Und dann wirklich der Ball, ich habe jetzt leider keinen Ball hier, habe ich einen Ball hier? Ne. Leider nicht. Aber egal, auf jeden Fall, die Finger nach oben, dann wirklich nur hier oben, gerade so, man hat richtig gesehen, wie dann die Finger nach hinten gegangen sind, als der Ball rangegangen ist. Gerade so mit den Fingerspitzen den Ball da drüber gelenkt hat. Wenn er, denke ich, das 2-0 gemacht hätte, dann wäre das Ding nach 90 Minuten vorbei gewesen und das 2-0 wäre einfach der Todesschuss gewesen. Und alles wäre gut gewesen. Schade, schade. Leider ist es dann halt ganz anders gekommen. Ich sag mal, wir hatten wahrscheinlich schon die besseren Chancen in den 90 Minuten. Wir haben ja auch, wie gesagt, ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Natürlich war die Vorlage ein bisschen glücklich abgefälscht und kam deswegen dann perfekt auf Özil, aber den musste dann auch erstmal Volley oder Dropkick-mäßig so reinmachen. Von daher passt schon. Dann halt leider dieses merkwürdige Abwehrverhalten von Jerome Boateng, der wohl Angst hatte, dass er einen Elfmeter gepfiffen bekommt. Weil der Gegner, ich weiß nicht, ob er sich gegen Boateng gelehnt hat, auf jeden Fall also, ist er so hier weggegangen und hochgesprungen, so von wegen, ich habe nichts gemacht. Und das hat blöderweise genau dazu geführt, dass der Ball dann genau an seine Arme ranging und es halt ein glasklarer Elfmeter war, hat er ja auch selber gesagt. Aber er hatte wohl Angst, dass wenn er die Arme unten lässt, dass es dann so aussehen, also dass dann der Italiener vielleicht sich fallen lässt und es so aussehen könnte, als ob es ein Elfmeter wäre. Ja, hätte er wahrscheinlich nicht machen sollen. Das heißt, er hätte es einfach nicht machen sollen. Und die Arme unten lassen. Man weiß natürlich nicht, ob es dann vielleicht trotzdem ein Tor gewesen ist. Ich habe jetzt die Situation nur noch im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, ob der Kopfball dann vom Italiener irgendwie Richtung Tor gegangen wäre. Ich meine, wir haben dann ja logischerweise auch noch einen Manuel Neuer im Tor, also wäre wahrscheinlich eh kein Tor geworden, aber ja, es gab dann leider den hässlichen Elfmeter. Ich meine, es ist halt durch Verlängerung und Elfmeterschießen ist halt einfach schlecht fürs Halbfinale, egal ob jetzt gegen Island oder Frankreich spielen. Ich gehe mal davon aus, ich bin gegen Frankreich. Wir haben dann einfach mehr Kraft rausgehauen in dem Spiel. Man kann eigentlich fast nur hoffen, dass heute Abend Island gegen Frankreich auch in die Verlängerung geht. Elfmeterschießen ist, denke ich, nicht so wichtig, aber wenigstens in die Verlängerung geht, damit unser Gegner dann ähnlich geschafft ist, sage ich mal, im Halbfinale, damit da dann die Fitness angepasst ist. Aber es gab den Elfmeter gegen Jerome Boateng, es gab keine gelbe Karte für ihn, weil es halt kein absichtliches Handspiel war und er trotzdem irgendwie versucht hat, den Italiener da zu verteidigen. Leider hat dann Manuel Neuer den Ball nicht gehalten. Das wäre halt richtig geil gewesen. Aber es hat nicht geklappt. Tja, dann stand 1-1. Und es gab dann nicht mehr wirklich viele Großchancen. Man hat dann auch gemerkt, dass beide Mannschaften irgendwie, ja, sich so ein bisschen abgewechselt haben mit den Angriffen und mit dem Verteidigen, aber nicht mehr volles Risiko gegangen sind. Ich meine, sind sie ja eigentlich auch vorher schon nicht. Und dann aber in der Verlängerung würde ich sagen, in den 120 Minuten, die wir dann insgesamt gespielt haben, würde ich schon sagen, dass Deutschland leicht die bessere Mannschaft war. Also wirklich nur leicht. Ich würde behaupten, wenn es ein Vorrundenspiel gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, ein Unentschieden wäre absolut okay, wäre absolut verdient. Auch wenn Italien kein Tor aus dem Spiel heraus gemacht hat. Die haben sich nicht wirklich viel genommen, die beiden Mannschaften. Aber ich denke schon, dass Deutschland die leicht bessere Mannschaft war. Ich weiß nicht, ob man nach einem Elfmeterschießen von einem verdienten Sieg sprechen kann. Es gab auf jeden Fall Stimmen, die das gesagt haben. Es wäre ein verdienter Sieg gewesen, weil eben Deutschland die dominierende Mannschaft gewesen war. Was man auf jeden Fall sagen kann, bis vielleicht auf die allerletzten Minuten der Verlängerung war ja eigentlich auch Deutschland das Team, das in der Verlängerung versucht hat, noch das Spiel in der regulären Spielzeit zu gewinnen oder halt in der Verlängerung zu gewinnen und nicht in dem Elfmeterschießen entscheiden zu lassen. Ähnlich wie bei Schweiz gegen Polen, wo dann Schweiz leider ausgeschieden ist, ähnlich wie bei Polen gegen Portugal, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr weiß, welche Mannschaft in der Verlängerung von Polen gegen Portugal überzeugt hatte. Ich glaube aber fast bei Polen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Egal, auf jeden Fall war Deutschland meiner Meinung nach in der Verlängerung die Mannschaft, die versucht hat, das Tor zu erzielen, bevor die 120 Minuten vorbei sind. Und ich denke, das kann man noch als ersten, als Indikator nehmen, wer dann auch verdient das Elfmeterschießen gewinnt. Weil diejenigen, die dann einfach nur versuchen, faul und verteidigend
ins Elfmeterschießen zu kommen. Die wollen ja dann einfach im Endeffekt das Glück. Und da ist es dann einfach gerecht, würde ich sagen, wenn sie das Glück nicht haben. Natürlich werden das auch immer Fitness-Sachen sein. Also es wird ja keine Mannschaft geben, die noch mega fit ist und sich denkt, komm, wir gehen jetzt ins Elfmeterschießen, sondern die retten sich dann ins Elfmeterschießen, weil sie halt einfach nicht mehr können. Italien ist ja auch deutlich älter als Deutschland, was den Mannschaftskader angeht. Aber okay, es ging dann ins Elfmeterschießen und das Elfmeterschießen war geprägt von mentalen Schwierigkeiten von Manuel Neuer und von dem starken Manuel Neuer und dem starken Buffon. Und das Lustigste war, denke ich, dass Zaza da extra kurz vorher eingewechselt wurde, um beim Elfmeterschießen mitzuspielen, so einen merkwürdigen Anlauf genommen hat und dann komplett verschossen hat. Ich habe es geahnt. Ich habe mir gedacht, der Idiot wurde eingewechselt, Idiot in Anführungsstrichen natürlich, wurde eingewechselt, jetzt macht er so ein großes Trara daraus und dann verschießt er nicht schön und so war es dann auch. Und es haben sich auch viele gefragt, warum Löw nicht bevor das zu Ende war mit den 120 Minuten, warum er da nicht auch seinen dritten Wechsel getätigt hat und zum Beispiel Podolski, der ein sehr, sehr sicherer Elfmeterschütze ist, Podolski einwechselt für zum Beispiel Kimmich, der vielleicht irgendwann schießen muss, der wahrscheinlich nicht der beste Elfmeterschütze ist, der ja auch im Pokalfinale einen verschossen hat. Und im Endeffekt hat er dann eigentlich alles richtig gemacht. Wir hatten dann den Sieg auf dem Fuß, also Müller erstmal wieder, Müller hat richtig schwache Elfmeter geschossen und er hätte halt den Spieler, Quatsch, den Torwart verladen müssen, damit es klappt. Hat halt nicht funktioniert gegen Buffon und naja, war nicht so geil von Müller. Also er hat auch generell nicht das allerbeste Spiel gemacht. Er spielt generell jetzt nicht so eine so geile EM, wie er zum Beispiel WM gespielt hat. Aber Müller ist so ein Spieler, der halt trotzdem gerade über die 120 Minuten sehr, sehr viel gearbeitet hat, auch defensiv gut mitgearbeitet hat und denke ich trotzdem seinen Sinn auf dem Feld hatte. Also ich denke, es war schon sinnvoll, jetzt nicht zu sagen, okay, Müller schießt keine Tore zur Zeit, den nehmen wir raus, macht eigentlich keinen Sinn. Und dann hatte Schweinsteiger, wie gesagt, den Sieg auf dem Fuß, verschießt leider. Später, oder war das vorher? Ich weiß gar nicht. Jemand, Özil hat ja auch noch gegen das Alu getroffen. Ich meine, okay, es war ein gut geschossener Elfmeter, leider zu genau und dann halt gegen das Alu. Aber wir haben es dann geschafft, uns dann doch nochmal zu retten und den zweiten Matchball, ach ja, erstmal Kimmich. Als Kimmich an der Reihe war, dachte ich jetzt echt, also ich habe mir echt bei jedem Elfmeter versucht einzureden, das treffen wir jetzt, das wird geil, das wird richtig gut, ich glaube an dich, komm jetzt, ne? Aber ich habe oft trotzdem so ein Gefühl gehabt, von wegen, der verschießt. Und bei Kimmich war es eigentlich am schlimmsten. Bei Kimmich dachte ich sofort, oh mein Gott, Kimmich, der kann keine Elfmeter schießen, Pokalfinale versauen. Der ist noch sehr jung, sieht ja auch noch so jung und so schmächtig aus, sage ich mal, und der hat zu viel Respekt vor Buffon und er verschießt ihn entweder oder er schießt ihn so scheiße, dass ihn Buffon halt easy halten kann. Und krasserweise hat Kimmich dann einfach so platziert geschossen. Hat Kimmich dann einfach so platziert geschossen, dass das Ding drin war und ja, ich denke, es waren alle überrascht, als die Kamera dann auf Löw ging. Hat Löw dann auch zufrieden gelächelt und ja, war halt auch eine entsprechende Überraschung auf seinem Gesicht zu sehen. Hat man gemerkt. Dann hatten wir einen Elfmeter, wer war das nochmal? Irgendjemand hat einen Elfmeter geschossen, wo Buffon eigentlich auch mit der Hand noch so ein bisschen dran war und der dann drüber und reinging. Und der letzte Elfmeter, der dann drin war von Hector, ging ja auch hier unten durch quasi. Also war ja auch Buffon noch so halb dran und ging dann trotzdem rein. Und ja, Riesenerleichterung, endlich Italien besiegt in dem Pflichtspiel, in dem großen Turnier, wieder ins Halbfinale und das Elfmeterschießen auch gewonnen. Aber ich glaube, von den letzten 5 Elfmeterschießen, die wir hatten, haben wir alle 5 gewonnen. Also irgendwie sowas habe ich gehört letztes Mal, dass wir von den letzten 5 Elfmeterschießen in Turnieren alle 5 gewonnen haben. Dann müsste es jetzt das 6. gewesen sein und das müssten wir jetzt, das heißt, das haben wir jetzt auch gewonnen. Ja, negativ natürlich, Hummels fehlt im Halbfinale, aber ich denke, das kann man super kompensieren mit Mustafi. Ich glaube, Boateng ist leicht angeschlagen, aber das sollte sich wieder regeneriert haben. Gomez ist wohl leicht angeschlagen, aber auch der wird sich wohl wieder regenerieren und im Halbfinale da sein. Khedira fällt wahrscheinlich aus für die komplette restliche EM. Ist schade, aber Schweinsteiger hat so lange gestern gespielt und hat so ein geiles Spiel gemacht. Also ich würde sagen, Khedira können wir auf jeden Fall ohne Probleme kompensieren. Mustafi hat das erste Spiel richtig geil gespielt und ein Tor geschossen. Mache ich mir eigentlich auch keine Gedanken. Und bei Gomez und Boateng hoffe ich mal, dass die wieder fit werden und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Und das Schöne ist, falls wir das Halbfinale gewinnen, haben wir dann im Finale einen ausgeruhten Hummels, der dann ja eine Bombenverteidigung mit Boateng hoffentlich wieder bilden kann. Und
Ja, ich denke mal, das Halbfinale wird schwerer als das Finale, weil im Finale treffen wir wieder auf Wales und auf Portugal. Und ich will jetzt nicht zu arrogant klingen, sonst bekomme ich es direkt wieder vorgehalten. Aber ich würde jetzt schon behaupten, dass wir gucken mal, wie heute Abend Frankreich gegen Island spielt. Wir gucken mal, wie heute Abend Frankreich gegen Island spielt. Aber ich würde immer noch behaupten, Frankreich ist stärker als Wales oder Portugal. Und ich würde aber auch sagen, dass Wales besser ist als Portugal. Und ich denke, Wales wird im Finale stehen. Ich denke, heute Abend wird Frankreich gewinnen. Dann werden wir halt im Halbfinale hoffentlich gegen Frankreich gewinnen und dann im Finale mal gucken, was passiert, ne? Aber ich denke, also rein theoretisch, das kann, denke ich, jeder bestätigen, rein theoretisch haben wir das schwierigste Spiel jetzt auf dem Weg zum Titel hinter uns. Italien war einfach mit Deutschland die beste Mannschaft im Turnier und jetzt sollte eigentlich, also das heißt sollte, Deutschland ist die beste Mannschaft im Turnier. Klar kann man immer noch rausfliegen, klar kann Deutschland noch einen richtig, richtig, richtig miesen Tag erwischen und die gegnerische Mannschaft einen richtig guten, unverdiente Elfmeter, komische Fehler, also es kann natürlich immer noch alles schief gehen, aber ich hoffe nicht, dass es passiert. So, und dementsprechend schauen wir mal. Mehmet Scholl hat dann nach dem Spiel noch entsprechende Kritik an der Taktikänderung geäußert. Ja, ich fühle mich da immer schwer. Also mir hat die Aufstellung und die Taktik, als ich sie gesehen habe, auch nicht so gefallen. Ich konnte sie auch nicht ganz nachvollziehen, aber in dem Hinblick darauf, dass wir halt ähnlich gespielt hatten im Testspiel gegen Italien oder 4-1 gewonnen haben, kann ich es nachvollziehen. Plus, Spanien hat seine Taktik nicht angepasst gegen Italien und hat dann dementsprechend verloren und ich würde sagen auch verdient verloren. Italien hat gut gespielt und ja, wenn sich Löw das so überlegt hatte, dass wir das dann so meistern, dann ist das okay. Zumal wir ja aus dem Spiel ein Tor gemacht haben, Riesenchance mit Gomez, da muss man einfach sagen, okay, das Buffon den hält, ist Wahnsinn. Sonst wird es da 2-0 stehen und wir hätten verdient gewonnen. Wenn Boateng den Fehler nicht macht, gewinnen wir wahrscheinlich auch 1-0, weil es war, glaube ich, schon in der 72. Minute, also war relativ spät, glaube ich. Und hätten wahrscheinlich auch verdient gewonnen, also und dann wäre die Taktik halt nach 90 Minuten auch aufgegangen. Also ich muss sagen, ich bin jemand, der einfach den Erfolg von Löw respektiert. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das nicht so sehen und die sagen, Löw raus, was halt totaler Schwachsinn ist. Erfolgreichster deutscher Trainer aller Zeiten, glaube ich. Es gibt so viele Fakten, die für ihn sprechen, und das halt wegzureden mit von wegen, ja, wir haben einfach so eine gute Mannschaft und der profitiert nur von der guten Jugendarbeit, bla bla bla, ist ein totaler Schwachsinn. Und jeder, der das objektiv betrachtet, der muss einfach sich an den Kopf greifen, wenn man sowas hört, weil ja, Löw immer im Halbfinale. Löw die ersten 5 Spiele als erster Trainer gewonnen für Deutschland. Löw die ersten 4 Spiele, glaube ich, kein Gegentor. Erster Trainer, der das geschafft hat. Löw, glaube ich, erster Trainer, der in einer Qualifikation kein Spiel verloren hat oder sogar jedes Spiel gewonnen hat, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Kann man wieder argumentieren, ja, in der Qualifikation sind ja immer schlechte Mannschaften drin. Aber das war schon immer so, dass in der Qualifikation man auch gegen viele schlechte Mannschaften spielt. Das heißt, es ist ja trotzdem komisch, dass Löw der Erste ist, der das halt schafft. In so einer Qualifikation. Das war, glaube ich, die Quali für die WM 2014, wo wir, ich weiß es wie gesagt nicht hundertprozentig, entweder hatten wir sogar jedes Spiel gewonnen oder zumindest keins verloren. Auf jeden Fall war das halt ein Unikum, hatte vorher noch kein deutscher Trainer geschafft. Und es wird auch keinen deutschen Trainer geben, der seitdem immer im Halbfinale mindestens ist. Jetzt gewinnen wir vielleicht noch die Europameisterschaft, ich hoffe es zumindest. Und dementsprechend, also ich sage halt einfach, ich bin viel zu weit weg von der Mannschaft, ich bin nicht im Training, ich bin nicht in der Kabine, ich bin nicht bei den Gesprächen mit den Spielern, mit dem Trainerteam etc. pp. Deswegen maße ich mir da eigentlich nicht an, irgendwie zu sagen, dass da irgendein Fehler gemacht wurde oder irgendwelche Scheiße gebaut wurde. Wir sind wieder im Halbfinale, ich bin zufrieden, ich hatte ja schon vor dem Turnier gesagt, ich will mindestens wieder ins Halbfinale kommen. Wenn wir jetzt rausfliegen, wäre es absolut bitter, wäre es absolut scheiße, dann regt man sich trotzdem auf, aber im Nachhinein könnte man ja trotzdem, also würde ich zumindest sagen, okay, es war ein gutes Turnier, aber jetzt will man natürlich auch den Titel, logischerweise, und ich glaube, es war noch nie, oder in den letzten Jahren war es nie so einfach, in den letzten Europameisterschaftsturnieren war es eigentlich nie so einfach, nach einem Halbfinale den Titel zu gewinnen, weil wir haben jetzt einfach die besten Mannschaften rausgekickt. Spanien ist weg, Italien haben wir selber besiegt. Frankreich hat nicht so überzeugt bisher. Und ja, wie ich sage, ich will echt die Mannschaft nicht schlecht reden. Wales macht ein sehr gutes Turnier. Portugal hat viele Torschancen gehabt, aber auch viel Glück, um ins Halbfinale zu kommen. Island einfach über kämpferisches Herz und über schlechtes England ins Viertelfinale gekommen. Aber ich denke, jeder objektive Betrachter des Spiels der EM wird sagen, dass Deutschland momentan die beste Mannschaft im Turnier ist. Und deswegen muss sie auch gewinnen, sollte sie auch gewinnen. Ich denke,
Da war zur WM, als wir im Halbfinale gegen Brasilien spielen mussten und im Finale gegen Argentinien, das war viel, viel schwieriger, das war viel krasser. Ich meine, klar, Brasilien hatte sich eigentlich auch ziemlich, ziemlich heftig ins Halbfinale gelackt, muss man sagen. Die hätten eigentlich auch schon in der Vorrunde rausfliegen können. Und von daher haben halt alle, oder was heißt alle, da gab es halt auch einige, die sagten, naja, okay, Brasilien ist nicht so stark, habe ich auch gesagt, Brasilien ist nicht so stark, aber man durfte halt nicht vergessen, es war immerhin schon das Halbfinale, es wurde in Brasilien gespielt und es sind eigentlich alle davon ausgegangen, auch ich habe damit gerechnet, dass Brasilien einfach in dem Spiel, genau in dem Spiel über sich hinauswächst und es halt super krass wird, was die dann abliefern, aber es war halt genau das Gegenteil, wir gewinnen, glaube ich, was, 7-1 oder 6-1, 7-1, ne? Wir machen die einfach kaputt. Man kann es gar nicht anders sagen, man ist einfach zerstört. Aber dann trotzdem, wie gesagt, man hat halt erwartet, okay, die wachsen über sich hinaus, es wird ein richtig, richtig schweres Spiel. Das ist so einfach, wird halt niemand gedacht. Und dann im Finale gegen Argentinien, das war einfach ein Spiel, hätten beide gewinnen können. Deutschland war wahrscheinlich im Turnierverlauf gesehen einen Tick besser als Argentinien, aber im Großen und Ganzen war es jetzt nicht so, dass es ja ein eindeutiger Sieg hätte für Deutschland werden müssen. So, aber jetzt zumindest Europameisterschaft ist es auf jeden Fall so, dass wir jetzt leichtere Gegner haben im Halbfinale und im Finale. Kann man nicht anders sagen. Wobei auch hier kann man sagen, wenn natürlich Frankreich im Halbfinale spielt, ist ja eigentlich das gleiche Ding wie gegen Brasilien, dass Frankreich jetzt zwar nicht so mega gut war in dem Turnier, aber Heimturnier, sie spielen zu Hause, sie könnten über sich hinauswachsen, es könnte ein richtig, richtig schweres Spiel werden. Mal schauen, vielleicht wird aber auch Frankreich das zweite Brasilien, also ich glaube es nicht. Das kann nicht sein, dass wir wieder so abgehen, aber es wäre krass, ne? Aber dann das Finale sollte auf jeden Fall einfacher werden als das Halbfinale, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das soll es gewesen sein, in dem Spiel heute Abend. Wie gesagt, gibt es nicht viel zu sagen. Ich dann gegen Frankreich. Also wenn Frankreich das Spiel verliert, dann brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es sollte eigentlich Frankreich gewinnen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.